Für den Hamburger Schulsenator Thies Rabe ist das Abitur nach 8 Jahren keine Ursache für mehr Schulstress bei Kindern. Im Interview erklärt er, warum. Herr Rabe, G8 oder G9, wo steht Hamburg in dieser Frage? Wir bieten beides an. Die Eltern, die ihren Kindern zutrauen, dass sie in 8 Jahren das Abitur machen können, können das Abitur am Gymnasium machen. Diejenigen, die sagen, ein Jahr länger ist nicht schlecht, haben dafür in jedem Stadtteil eine Stadtteilschule mit eigener Oberstufe. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee, dass die Eltern hier entscheiden können. Seit der Einführung des Abiturs nach 8 statt nach 9 Jahren beklagen viele Schüler starke Belastungen und Schulstress. Wie kann man dem entgegenwirken? Ich glaube, man muss solche Studien mal wirklich genau angucken. Da liest man immer viel, der ein oder andere beschwert sich. Aber ob es wirklich so ist, dass dadurch mehr Schulstress entstanden ist, das hat bisher keine Studie, die ernsthaften, seriösen Anspruch hat, wirklich bestätigt. Und ich will mal darauf hinweisen, der Unterschied sind 25 Minuten am Tag. Ich habe 3 Kinder, 2 haben G9 gemacht, 1 hat G8 gemacht. Ich kann nicht erkennen, dass das irgendeine ganz furchtbare Veränderung mit sich gebracht hat. Ich will allerdings darauf hinweisen, an den Schulen gibt es immer Phasen, wo Kinder hoch belastet sind, insbesondere wenn sich die Klausuren vor den Herbstferien ballen. Und es gibt Phasen, wo eine ganze Woche lang nur Filme geguckt werden und man dattelt vor sich hin. Und ich finde, vielleicht ist es doch eine gute Idee, wenn sich die Schulgemeinschaft auf den Weg macht, diese Spitzenbelastung abzuflachen und über einen breiteren Zeitraum zu verteilen. Das geht sehr wohl. Wir haben durchaus auch Phasen im Unterricht, wo ehrlicherweise noch nicht so viel passiert. Gibt es Faktoren, die Schule heute vielleicht stressiger machen als noch vor 10 oder 20 Jahren? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube allerdings, dass wir in dem Freizeitbereich wesentlich höhere Anforderungen haben, dass Schülerinnen und Schüler hier in Bezug auf Medienkonsum, in Bezug auf digitale Instrumente und in Bezug auf das Freizeitverhalten sich sehr, sehr viel zumuten. Und vor dem Hintergrund muss man schon sorgfältig gucken, ob es wirklich klug ist, dass die Schule hier zurückzieht oder ob es nicht besser ist, wenn Eltern und Kinder auch mal über ihre Freizeitgestaltung nachdenken. Denn in der Schule lernt man etwas. Das ist schon etwas sehr Wichtiges fürs Leben.